Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Let's Play Skyrim mit Mods. Ja, wo sind wir hier? Machen wir kurz die Karte auf, dann kann ich das natürlich am besten zeigen, obwohl es die meisten wahrscheinlich schon erkennen. Wir sind in Riften, auch genannt die Stadt der Diebe, und haben hier schon ein paar Aufträge angenommen. Ich versuche das jetzt mal relativ alles kurz zu machen. Ich spare mir jetzt sowas wie Taschendiebstahl und jede kleine Truhe hier in der Stadt finden, sondern wir fokussieren uns auf das Wichtige. Ich werde meine Arbeit bei der Fischerei von Riften verlieren. Ich brauche wirklich eure Hilfe. Arbeit ihr gern? Meine Arbeit bei der Fischerei nicht verlieren. Was soll ich nur tun? Arbeitet ihr gern bei der Fischerei von Riften? Boli ist ein guter Mann. Er bezahlt uns angemessen und passt auf uns auf. Früher arbeitete ich in der Schwarzdornbrauerei, aber Indarin und ich waren uns nie ganz grün. Dieser Elf hat nicht einen Hauch von Geduld. Es ist wahrscheinlich ohnehin das Beste. Ich bin weit besser darin, Fische zu fangen, als in einer Brauerei zu arbeiten. Ihr könntet eure Anstellung verlieren? Vorsicht, nur kurz laut. Bei der Fischerei von Riften ist in Gefahr. Boli, der Eigentümer, machte mir klar, dass ich raus bin, wenn ich noch einmal in diesem Zustand zur Arbeit komme. Ich will mir das nicht antun, aber ich kann nicht anders. Vor einem Jahr habe ich Skooma zum ersten Mal probiert. Und seitdem kann ich nicht mehr damit aufhören. Wenn ihr einen Heiltrank für mich hättet, könnte ich meinen Körper von diesem Gift reinigen und in mein Leben zurückkehren. Klar, gerne, wenn wir den passenden haben. Ich werde euch eure Güte nie vergessen. Hier, nehmt das. Mehr kann ich euch für euer Geschenk leider nicht geben. Ja, super. Wieder jemandem geholfen, ohne was viel dafür zu tun. Ihr braucht etwas? So, ich will meinen Angelkünst verbessern. Eigentlich nicht, aber könnt ihr mich ein paar Dinge lernen? Natürlich. Der Fang des Tages. Eine ganze Liste mit Fischen, die ich fangen soll? Aber ich hab doch eben erst das Angeln gelernt. Dadurch ändert sich nichts. Soll ich sie für euch kochen, wenn ich schon dabei bin? Was? Nein! Alles gut, ich hab nur gescherzt. Und das soll ich euch glauben? Der Fisch, den ihr in der Fischerei hegt, muss euch sehr wichtig sein. Es spricht die Wahrheit. Naja, ich bin mal ehrlich. Ich werde mein Bestes tun, aber ich kann nichts versprechen. Auf Angelquests habe ich jetzt nicht so Bock. Natürlich. Ja, gut. Na gut, lass uns wieder. Das kennen. Ich lese es nur mal kurz. Ich darf es nicht lesen, obwohl ich es nicht kenne. Aha. Spannende Fakten. Fisch im Trockenen. Viridia ist seltsam. Sie will unsere wertvolle Gewässer mit Schlammkrabben füllen. Schlammkrabben. Krabben sind keine Fische. Sie schwimmen nicht. Sie lächeln nicht. Man kann mit einer Schlammkrabbe nicht reden. Sie können mit ihren knubbeligen kleinen Zangen keine Konversation betreiben. Sie sind plumpe Kreaturen. Aber noch wichtiger, sie sind unglückliche Kreaturen, mürrisch und fahl wie der Boden, in dem sie schlafen. Man muss sich wirklich fragen, was mit Viridia nicht stimmt, wenn sie so etwas vorschlägt. Ah, das mit dem Lanzenfälschen lassen wir zumindest vorerst. Gehen wir aus dem Weg, bitte. Das ist unsere liebste Begleitung. So, wir waren eigentlich bis auf diese Fischerei hier noch nirgendwo gewesen. Seitdem ich habe mich krass vertan, der Erinnerung. Wir gehen jetzt einfach mal überall rein. Schwarzturmbrauerei, haben wir die nicht gerade irgendwie das entsprechende Gebäude letztes Mal leer gemacht? Das war aber ein anderes. Mal sehen, ob ich schon rumgesprochen hat. So, wir klauen jetzt mal ganz brav nichts. So gerne ich das immer mache, aber hier nicht. Hey, nein. Asgeier Schneeschuh. Entschuldigt, aber ich kann euch jetzt nicht besonders helfen. Ich trauere. Dürfte ich fragen, weshalb ihr trauert? Es ist meine Schwester, Lilia.
Sie hat den Sturmmänteln als Kampfjungfer gedient. Wir haben unlängst erfahren, dass sie getötet wurde. Es schmerzt mich, darüber zu reden. Vielleicht sprecht ihr besser mit meinen Eltern. Zum Glück habe ich noch meine Arbeit in der Schwarzdornbrauerei. Sie lenkt mich etwas ab. Erzählt mir etwas über eure Eltern. Mein Vater war in jungen Jahren ein Soldat der Sturmmäntel. Heute verbreitet er auf den Straßen seinen Hass und seine Propaganda. Meine Mutter ist die Priesterin von Talos. Sie lehrt seine Wege und hütet den Schrein. Ich bin mir leider nicht sicher, ob sie die richtige Botschaft vermittelt. Liegt ihr mit ihnen im Streit? Ihr solltet meine politischen Ansichten nicht als Ersatz für die Wertschätzung meiner Familie missverstehen. Sie sind immer noch meine Eltern und ich liebe sie sehr. Kurz mal was schauen. Ich glaube aber, dass sie wegen dem Tod meiner Schwester nicht sehen wollen, worum es Ulfric in diesem Krieg wirklich geht. Ich bezweifle, dass Ulfrics Absichten so ehrenhaft sind, wie sie glauben. Ulfric interessiert sich nur für sich selbst. Alles andere ist nichts als Augenwischerei. Ich wäre euch dankbar, wenn das unter uns bleiben könnte. Ich will nicht, dass meine Eltern noch ein Kind... Habt ihr etwas mit der Brauerei zu tun? Ja, in der Tat. Ich bin Maven Schwarzdorns Geschäftspartner. Ich habe einen Teil des Goldes investiert, das sie zum Aufbau der Brauerei benötigte. Bis jetzt waren wir äußerst erfolgreich. Um ehrlich zu sein, es überrascht mich fast, wie schnell sie unser Geschäft ins Rollen gebracht hat. Mein Name mag ja nicht auf dem Etikett stehen, aber mein Blut, mein Schweiß und meine Tränen stecken in jedem einzelnen Tropfen. Natürlich nicht wortwörtlich. Das ist wahrscheinlich auch gut so. Es war schön, mit euch zu reden. Ihr seht aus, als könntet ihr ein Getränk vertragen. Ich verkaufe den besten Met der Stadt zu einem günstigen Preis. Interessiert? Arbeitet ihr für die Brauerei? Natürlich. Wie sollte ich sonst die guten Sachen so billig anbieten können? Glaubt ihr, Maven hat etwas zu verschenken? Gut, dass sie so viel Geld verdient. Da fällt es nicht auf, wenn Ware wie diese hier nicht dort ankommt, wo sie ankommen soll. Kleiner Schwarzhändler, du. Okay. Verkauft ihr billig Met? Nein, nein. Ihr versteht das falsch. Ich verkaufe keinen billigen Met. Ich verkaufe guten Met billig. Schwarzdornmet. Ich verkaufe die Kisten für die Hälfte dessen, was die Gasthäuser und Tavernen an die Brauerei zahlen. Ich brauche nur jemanden, der den Met für mich liefert. Wenn die Leute sehen, wie ich Rifthorn verlasse, könnten sie misstrauisch werden. Was für eine Lieferung. Jemand muss dieses kleine Fass Schwarzdornmet zu Wilhelm ins Gasthaus Wielemühr in Ivarstadt bringen. Wenn ihr es abgebt, bekommt ihr etwas für die Lieferung. Behaltet es als Entschädigung für die Lauferei. Oh, und falls ihr Indarin aus der Brauerei trefft, haltet den Mund. Er würde uns sofort verraten. In Ordnung, ich mach's. Gut, dann legt mal los. Was verkauft ihr? Nur das Allerbeste. Schwarzdornmet, frisch vom Fass. Und das Beste ist, ihr müsst nicht diese irrsinnigen Preise wie bei Maven zahlen. Nun, was meint ihr? Nein, danke. Wie ihr wollt. Wenn ihr eure Meinung ändert, findet ihr mich hier. Indarin, ich hätte was zu erzählen, mach ich aber nicht. Ich liefere lieber ab. Ich bin hier der Braumeister. Was wollt ihr? Erzählt mir etwas über Maven Schwarzdorn. Lady Maven könnte jeden in Himmelsrand kaufen oder verkaufen. Ich wäre nicht überrascht, wenn sie in dieser Stadt die Fäden ziehen würde. Sie ist in der Nebelschleierfestung immer willkommen und unter uns. Ich bin mir sicher, dass sie einige ziemlich einflussreiche Freunde im Kaiserreich hat. Ich warne euch davor, sie zu verärgern. Sie hat ziemlich viele Angestellte, die sich um störende Probleme kümmern. Ja, ein paar weniger, seitdem wir letztes Jahr waren. Ihr leitet die Schwarzdornbrauerei? Maven Schwarzdorn will, dass ich den Met fließen lasse. Und genau das werde ich auch tun. Trotz all der faulen Tonichtgute, die bei uns arbeiten. Seit ich Vorarbeiter bin, ist unsere Metproduktion so profitabel wie nie zuvor. Und wenn die Brauerei Profit abwirft, werde ich reich. Verstanden? Wusstet ihr, dass Romlin sich... Nee, das machen wir nicht. Das machen wir nicht. Gut, vielleicht kann ich dann ja zurück an die... Oh, stopp, das haben wir noch nicht. Stopp. Hey, schaut mich nicht so an. Und was, wenn ich ein Problem habe? Ich wollte eigentlich mit dir reden. Ich damit umgehe.
Willkommen. Erlaubt, wir servieren hier nur das Beste. Schwarzdornmehl zum Beispiel. Erzählt mir gern welchen. Erzählt mir etwas über Mehl für Schwarzdorn. Es ist eine absolute Freude, für Sie zu arbeiten. Ich habe fast schon ein schlechtes Gewissen, mich von ihr bezahlen zu lassen. Erst letzte Woche habe ich zu meinem Arbeiterkollegen in der Brauerei gesagt, wie glücklich wir uns schätzen können, für eine so wohltätige Familie zu arbeiten. Boah, Schleimer. Na los, redet euch die Wahrheit von der Seele, überreden, ja. Also hört zu, wenn mich irgendjemand dabei erwischt, wie ich irgendetwas Schlechtes über die Brauerei oder die Familie sage, bin ich ein toter Mann. Ich bin schon die vierte Person, die im laufenden Jahr an der Verkostungstheke arbeitet. Die letzten drei liegen am Boden des Honrichsees. Hört auf meinen Rat und verschwindet aus Rifton, so schnell ihr nur irgend könnt. Tja, gut, dann machen wir mal so, dass wir der Schwarzdomet-Sekt hier schaden. Was macht den Schwarzdomet denn so besonders? Lady Maven hat ihr Geheimrezept zur Herstellung von Schwarzdornmehl in den vergangenen Jahrzehnten entwickelt. Sie verwendet eine streng geheime Mischung aus Gewürzen und frischem Honig von Gut Goldenglanz. Dazu ganz besondere Fässer, in denen der Met reift, bis er seinen vollmundigen Geschmack erreicht. Bei uns schmeckt der letzte Schluck aus der Flasche genauso gut wie der erste. Das klang aber sehr einstudiert. Mist. Bitte entschuldigt. Ich kann das wirklich nicht besonders gut. Bitte, ihr werdet Maven doch nichts sagen, oder? Ich habe wochenlang geübt, um das hinzubekommen. Wenn sie sieht, wie dumm ich mich anstelle, wird sie mich loswerden wollen. Es gibt Schlimmeres, als gefeuert zu werden. Mich entlassen? Ja, natürlich. Das meinte ich auch. Okay. Kommt zurück und schaut mal wieder vorbei. Notiz an alle Angestellten. Ich wurde davon in Kenntnis gesetzt, dass es sich bei der letzten Charge der Schwarzdorn-Privatreserve einfach um unseren Standard-Schwarzdorn-Met handelte, der in die falschen Flaschen abgefüllt worden war. Wir haben vor kurzem 6 Kisten der Privatreserve verkauft, die alle zurückgekommen sind. Zur Wiedergutmachung haben wir auf unsere Kosten die Kisten gegen die richtige Ware ausgetauscht. Wegen dieses groben Fehlers werden die Kosten für diese Kisten von den Gehältern diesen Monats abgezogen, in Darin. Nett. Notizen an Angestellten. Lady Schwarzdorn hat angeordnet, alle Angestellten nach meinem Ermessen willkürlich zu durchsuchen. In letzter Zeit werden zahlreiche Metfässer vermisst und das werde ich nicht länger dulden. Jeder Angestellter, der mit dem Eigentum von Lady Schwarzdorn erwischt wird, wird unverzüglich an das Gefängnis von Rifton überstellt. Wenn ihr Einwände gegen diese Bekanntmachung vorzubringen habt, steht es euch frei, euch dauerhaft aus der Brauerei zurückzuziehen. In Darin. Ja, die hat ein strammes Regime. Hier ist noch was. Notizen an Angestellten. Ich habe mein Bett voller Skiver-Code vorgefunden, der dort offenbar absichtlich von einem Angestellten platziert wurde, der dies für einen witzigen Streich hielt. Ihr habt bis mittags Zeit, euch entweder selbst bei mir zu melden oder mir den Verursacher dieses Streichs zu nennen. Andernfalls wird allen Angestellten in den nächsten 3 Monaten die Hälfte ihres Gehalts abgezogen. In Darin. Harte Strafe für so. Erlaubt mir euch den Schwarzdornmehl. Kleine Sache. Das edelste Gebräu in ganz Himmelsrand. Ja. Red du nur. Dich hatten wir, ne? Ja, du bist der trauernde Sohn, ne? Entschuldigung. Ich wollte dich nicht in deiner Trauer weiter stören. So. Ah, noch eine Notiz. Indarin, sollt ihr es noch einmal wagen, in meinem Namen willkürlich Regeln aufzustellen, ohne mich zuvor davon in Kenntnis zu setzen, lasse ich euch von Maul persönlich zeigen, wie ihr von innen aussieht. Ich hoffe, dass wir uns verstanden haben und ich diese Angelegenheit nicht noch einmal erwähnen muss. Gezeichnet Maven. Ja. Tolle Geschäftspraktiken hier. Ernsthaft, da lagert jemand einen Beutel Gold? Ich bin zu dick rüber zu springen? Bin ich nicht. Nein. Na gut. Was soll's, wir sind reich genug eigentlich. Was soll die gehen? So, jetzt muss ich noch schauen. Hier waren wir noch nicht. Aber dich kennen wir, ne? Ja, du bist der, der den Met, ich sag mal, vergünstigt verkauft. Okay. So, Fischergilde, Schwarzturmbrauerei. Sieht viel größer aus von außen. Da kommen wir nicht sinnvoll rüber.
Na gut, dann gehen wir erstmal das hier ab. Da kommen wir schon mit Schlüssel rein, okay. Hier kämen wir ins Wasser. Oder auch aus dem Wasser raus, je nachdem, wie man es betrachtet, ne? Halt! Zurücktreten! Wenn ihr Rifthorn betreten wollt, dann benutzt das Nordtor. Dieses hier ist verschlossen. Warum? Was ist los? Mein Befehl lautet, dem Gesindel zu sagen, dass es das Nordtor benutzen soll. Das ist alles. Könntet ihr in meinem Fall nur eine Ausnahme machen? Nein. Ihr könnt das Nordtor benutzen oder ihr könnt euch auf den Weg zur nächsten Stadt machen. Was mich daran am Nordtor ist, dann einer, der sagt, nein, ihr dürft nur das Südtor benutzen. Leichte Rüstungen ermöglichen leichtfüßige Bewegungen. Das sind wahrscheinlich auch nicht gut genug, um hochzuspringen, ne? Ne, schon ein bisschen. Okay. Ah, Blümlis. Zack. Honigheim. Komm auch nur mit Schlüssel rein, okay. Oh, ernsthaft? Habt ihr es so gemacht, dass er da nicht drüber kommt? Fies. Seid ihr fies. Na gut, okay. Okay. Ups. Was war die Stelle? Ja. Da waren wir schon mal. So, lass mich raten. Stehen bleiben! Ehe ich euch nach Rifthorn lasse, müsst ihr die Besuchssteuer entrichten. Wofür ist diese Steuer? Für das Privileg, die Stadt zu betreten. Warum fragt ihr? Das ist eindeutig Erpressung. Also gut. Nicht so laut. Wollt ihr, dass uns alle hören? Ich lasse euch ja schon rein. Moment, ich öffne eben das Tor. Das Tor ist offen. Ihr könnt rein, sobald ihr soweit seid. Zocken die Diebe mal direkt Steuern hier ab? Krass. Eintrittssteuer. So. Ich bin schon wieder mit der. Mein Cousin darf da draußen gegen Drachen kämpfen. Und ich? Ich muss hier Wache schieben. Maven Schwarzdorn hat bei der Diebesgilde großen Einfluss. Wenn sie nur einmal mit den Fingern schnippt, landet ihr womöglich im Gefängnis von Rifthorn. Oder Schlimmeres. Sie sind der Grund, weshalb ich hier bin. Ich kann sie nicht einfach ignorieren, Aeryn. Ihr stammt auch nicht von hier, was? Die Löwin, okay. Seid ihr nicht aus Rifthorn? Ich bin schon als Abenteurerin in Tamriel unterwegs, seit ich als junges Mädchen so gerade eben mein Schwert schwingen konnte. Meine Reisen führten mich von Hochfels nach Valenwald, von Elsweyr nach Morrowind und an alle Orte entlang des Weges. Wow. Warum seid ihr dann hier? Vor vielen Jahren verlor ich mein Schwert, Düsterklinge, in einer Dwemer-Ruine. Für mich ein Zeichen, dass ich mit der Suche nach Reichtum meine Zeit vergeudete. Wir beide ähneln uns. Wir suchen Herausforderungen und große Belohnungen. Doch da hören die Gemeinsamkeiten für mich auch schon auf. Denn ihr wisst, Rifthorn ist meine große Bestie, die ich töten will. Und meine Belohnung ist Dankbarkeit und Vertrauen. Erzählt mir etwas über die Familie der Schwarzdorns. Maven Schwarzdorn, das weibliche Oberhaupt der Familie, steht für alles, was mit dieser Stadt nicht stimmt. Sie hat unzählige Amtsträger bestochen, besitzt Freunde in der Kaiserstadt und pflegt Umgang mit der Diebesgilde. Ich habe alles versucht, Riftons Bürger vor ihrer Familie zu schützen. Leider vergebens. Wer gehört noch zur Familie? Nun, da wäre Ingun Schwarzdorn, Mavens Tochter,
Ein seltsames Mädchen. Sie verbringt ihre Zeit gerne im Elgrims Elixiere und arbeitet an ihren Alchemiekünsten. Dann ist da noch Hemming, Mavens Sohn. Ein verhätscheltes Balg und Erbe ihres Imperiums. Er folgt ihr so, wie ein treues Hündchen seiner Herrin folgt. Und schließlich Sibi, der Schlimmste von allen. Er sitzt wegen Mordes im Gefängnis von Rifton. Erzähl mir etwas über Riftons Diebesgilde. Es ist lächerlich, sie eine Gilde zu nennen. Wie können Leute, die einander wegen einer Goldmünze verraten würden, zur gleichen Gruppe gehören? Das sind die Schlimmsten. Selbst die dunkle Bruderschaft hält sich an strenge Regeln, an Traditionen. Diese Diebe sind einfach nur Gesindel. Was meint ihr? Puh. Ich stimme euch zwar erstmal zu, aber ich werde trotzdem versuchen, beizutreten. Wisst ihr, ich fange langsam an, euch zu respektieren. Abgesehen von Ehren scheint ihr die einzige Person zu sein, der ich hier vertrauen kann. Da wir über sie der gleichen Meinung sind, möchte ich euch warnen. Sie rekrutieren immer noch für ihre Gilde. Ihr solltet auf der Hut sein. Ihr seid Riftons Beschützer? Das ist nicht leicht. Ich habe mir die Probleme dieser Stadt aufgehalst und stoße bei ihrer Lösung ständig auf schier unüberwindliche Hindernisse. Korruption, Lügen und Betrügereien sind hier an der Tagesordnung. Wäre da nicht Ehren, der junge Mann, der mir das Leben gerettet hat, hätte ich wohl schon vor langer Zeit aufgegeben. Wie hat Ehren euch das Leben gerettet? Ehren fand mich, als ich vor einer Dwemer-Ruine lag, dem Tode nahe. Ich wäre dort gestorben, hätte er mich nicht hierher gebracht und gesund gepflegt. Als ich wieder bei Kräften war und er mir von den Problemen erzählte, die Rifton plagten, wurde mir klar, dass das Schicksal mich hergeführt hatte. Und so blieb ich. Okay. Passt auf euch auf. Ich habe Mjoll noch niemals so durcheinander erlebt. Okay. Diese Stadt geht hier wirklich an die Nieren. Hey, ihr. Ich kenne euch nicht. Sucht ihr hier in Rifton nach Ärger? Maul statt bis zum Knast. Was geht das euch an? Sagt nichts, was ihr bedauern werdet. Das Letzte, was die Schwarzdorn-Familie braucht, ist ein Großmaul, das sich in ihre Angelegenheiten einmischt. Das kannst du auch wissen. Wer sind denn die Schwarzdorns? Die Schwarzdorn-Familie hat in Rifton das Sagen und genießt den Schutz der Diebesgilde. Haltet also eure Nase aus ihren Angelegenheiten heraus. Ich bin Maul. Ich beobachte die Straßen für sie. Für Informationen bin ich der richtige Mann. Aber das kostet euch was. Mhm. Schmutz, ja? Ich bin auch nicht gerade sauber. Dann sprechen wir dieselbe Sprache. Gut. Also, was wollt ihr wissen? Verratet mir, was dieser Edelstein wert ist. Sehe ich etwa aus wie ein Händler? Das müsst ihr mit Vex in der Diebesgilde besprechen. Wenn ihr euch gut mit ihnen stellt, werdet ihr sie finden. Erzählt mir mehr über die Schwarzdorns. Also, wir haben Maven, die im Großen und Ganzen für die Operation verantwortlich ist. Sie hat Freunde in hohen Positionen, wenn ihr wisst, was ich meine. Außerdem hat sie Verbindungen zur dunklen Bruderschaft und zur Diebesgilde. Ihr kann also niemand etwas anhaben. Denkt daran, wenn sie euch einen Auftrag erteilt, macht lieber genau das, was sie sagt. Könnt ihr mir etwas über die Diebesgilde erzählen? Macht ihr Witze? Mein Bruder Heuler arbeitet in ihrem Versteck. Ich war selbst mal dabei, hab dann aber bei Maven angefangen, nachdem es mit der Gilde bergab ging. Wenn ihr mitmachen wollt, sprecht mit Brynjolf auf dem Marktplatz. Brynjolf. Jemanden wie euch könnte er sicherlich gebrauchen. Wir sehen uns. Hier ist jemand langgelaufen. Ist auch schon wieder weg, ne? Allmählich habe ich eure ständigen Ausflüchte satt. Als ihr euch das Geld geliehen habt, wolltet ihr es rechtzeitig mit den Doppelten der üblichen Gebühr zurückzahlen. Drachenbaum. Na, das lassen wir lieber. Zumindest vorerst. Zahlt, sonst werdet ihr was erleben. Hauptsache, ich bekomme das Gold. Alles andere ist euer Problem.
Es sind mehrere Etagen, hier ist ein bisschen anstrengend. Wir kommen aber schon zurecht. Wir werden hier schon alles finden und sinnvoll plündern. Wenn ihr mit den Schlössern hier herumspielt, werden wir ein richtiges Problem damit haben. Was wollt ihr? Jetzt. Ihr arbeitet in den Ställen? Ja. Hofgrier nahm mich auf, als ich vor etwa einem Jahr nach Riftorn kam. Er hat mich alles gelehrt, was er weiß. Pferde sind mein Leben. Damals in Hammerfell habe ich bei der Aufzucht von Pferden auf unserem Hof geholfen. Ich hoffe, eines Tages meine eigenen Ställe eröffnen zu können. Aber ich fürchte, das dauert noch viel länger, als ich dachte. In welchen Schwierigkeiten steckt ihr? Ich schulde jemandem viel Geld und ich glaube, man hat mich betrogen. Ich weiß nicht, was ich tun soll. Weiht mich in die Einzelheiten ein. Ich habe mit den Ställen in Weißlauf ausgehandelt, dass sie mir Sattel und Zaumzeug verkaufen. Ich habe von Saphir Gold geliehen, um die Lieferung zu bezahlen. Aber es wurde gestohlen, bevor es ankam. Jetzt will Saphir ihr Geld zurück. Und ich glaube, wenn ich es ihr nicht gebe, bringt sie mich um. Ich werde euch helfen, eure Schulden zu bezahlen. Wirklich? Ach, ich danke euch. Okay. Seid bei Saphir auf der Hut. Sie umgibt sich mit allen möglichen unangenehmen Gestalten. Ach, mit deinem Mimi hat es noch nichts zu tun gehabt. Die wird gucken. Kann ich euch helfen? Dank euch fühle ich mich jetzt viel besser. Ach, du bist es. Woher bekommt ihr euer Skooma? Ich denke nicht, dass ich euch das sagen sollte. Ich meine, die könnten mich umbringen. Ihr schuldet mir was. Gut, gut, ich sage es euch. Ich bekomme mein Skooma von Sartis Idrin. Er hat sich drüben im Lagerhaus von Riftorn eingerichtet. Aber da werdet ihr nicht reinkommen. Seit Kriegsbeginn haben die das Lagerhaus verbarrikadiert. Wer denn Schütze für das Lagerhaus? Ich habe gehört, wie Boli gesagt hat, dass nur der Jarl den Schlüssel zum Lagerhaus hat. Wenn ich mich dort mit Sartis treffe, erwartet er mich normalerweise draußen mit seiner Leibwache. Was ist Skooma? Ich bin mir nicht sicher, woraus es gemacht wird. Aber ich aus Mondzucker. Sobald ihr es einmal probiert habt, wollt ihr nichts anderes mehr. Die Dunmeer haben das Zeug vor langer Zeit erfunden. Sehr illegal und sehr schwierig zu bekommen. Ich habe meins von einem Handelsschiff in Einsamkeit bekommen. Der schlimmste Fehler meines Lebens. Was werdet ihr jetzt machen? Ohne dieses Skooma wäre ich längst auf meinem Weg raus aus dieser furchtbaren Stadt. Mein ganzes Gold, alles weg. Jetzt muss ich wieder ganz von vorn anfangen. Ich werde nie wieder Skooma zu mir nehmen. Obwohl, hin und wieder ein Schluck Met kann doch sicher nicht schaden. Met hat sonst Skooma ja nicht viel zu tun. Setz mit dir los. Sehr freundlich, ich danke euch. Fangen wir den an. Mir also voraus. Ist das hier der falsche Ort? Schaut mich nicht an. Wollt ihr es euch noch ein? Die Arbeit in der Fischerei von Riftorn ist hart. Geht all durcheinander. Tut mir leid wegen der Unordnung. Hier sauber zu halten ist keine Kleinigkeit. Arbeitet ihr hier? Arbeit? So kann man es wohl auch nennen. Ich nenne es Sklaverei. Ich arbeite mir die Finger wund, um dieses abscheuliche Loch sauber zu halten. Seit meine Eltern starben und Helga mich aufnahm, ist mein Leben ein einziger Albtraum. Wie hätte ich wissen sollen, dass sie so ein widerliches Weib ist? Also sitze ich hier fest, während diese Schweine, die sie Kunden nennt, mich begrapschen und die widerlichsten Dinge zu mir sagen. Weshalb hasst ihr Helga so sehr? Es ist nicht nur die Arbeit, es ist alles an ihr. Sie ist widerlich. Ich glaube, sie nimmt ihre Verehrung der Dibella ein wenig zu wörtlich.
Wisst ihr, dass sie allein im letzten Monat mit 3 verschiedenen Männern geschlafen hat? Welche Frau tut denn so etwas? Wenigstens einmal würde ich gern sehen, wie sie sich windet. Es ihr so richtig unter die Nase reiben. Es muss doch eine Möglichkeit geben. Ja, das stimmt. Aber ich glaube nicht, dass ich damit davonkommen würde. Sie würde mich umbringen, wenn sie es herausfände. Ich weiß zufällig, dass sie ihrem Liebhaber nach vollzogenem Akt ein Zeichen der Dibella als Zeichen ihrer Zuneigung gibt. Wenn ihr ihr 3 dieser Zeichen unter die Nase halten würdet, plopp, ist einer aufgetaucht, wäre ihr das so peinlich. Ich weiß nicht, was sie dann tun würde. In Ordnung, ich werde euch helfen. Ach, das wird großartig. Ihr müsst die Zeichen der Dibella von Boli, Hofgrier und Indarin besorgen. Ich weiß nicht, wie ihr das anstellen könnt, aber versucht es einfach. Dann konfrontiert Helga damit und der Rest geht wie von selbst. Ja, okay. Mit den Worten würde ich sagen, machen wir für heute Schluss. Ja, wie ihr seht, wir sind in Rifter noch nicht mal annähernd durch. Da werden wir das nächste Mal noch für brauchen, wahrscheinlich auch übernächstes Mal. Bis dahin sage ich aber, macht's nicht gut, macht's besser und mögen die Gaming-Götter mit euch sein. Tschüss!